Natur nicht die Gentechnik zulassen, weil die Kontamination nicht verhindert werden kann. Und diese Chance, die wir heute haben, dass Produzenten und Konsumenten zusammenkommen und gentechnikfreie Regionen bilden, das schafft ja der Raum, weswegen in Europa so viele Regierungen unter Druck gesetzt wurden und den Mon 810, diesen BT-Mais in Europa verhindert haben, dass er verboten ist. Und das finde ich auch beispielhaft für andere Teile dieser Welt. Und beispielhaft finde ich es auch, dass man aus den Erfahrungen von Lateinamerika lernt, dass die Bauern hier das nicht wiederholen müssen, was andere Bauern schon gemacht haben, was eigentlich zu mehr Hunger geführt hat, was zu einem größeren Ausschluss von Menschen in der Landwirtschaft geführt hat, dass die Armut gestiegen ist und dass eigentlich nur ein paar Konzerne damit verdienen. Wenn diese Realität klar wird und das eine internationale Bewegung wird, und die haben wir derzeit schon, nicht unter Wissenschaftler, aber unter Menschen, die sich engagieren und gegen diese Entscheidung gegangen sind, in der EU diesen freien Raum für Konzerne zu schaffen. Dieses TRIPS-Abkommen, das ist ja eigentlich dieses Abkommen im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation gewesen, das die Rechte für intellektuelles Eigentum bestimmt hat, also die Patentierung vom Leben ermöglicht hat, dass man dagegen sich wehrt. Denn das ist für mich ein Rückgang, ein Rückschritt zur Feudalisierung. Mach mal vielleicht ein kleines Beispiel. Ne? Also es gab eine Kartoffel, und die einfach berühmt war in Deutschland, die durfte von den Bauern nicht angepflanzt werden. Es war verboten wegen diesem Abkommen. Magst du vielleicht? Ich glaube nicht, dass es einfach auch vielen einfach nicht bewusst ist, was Gesetz bedeutet, dass wenn du nur bestimmte Saat verwenden darfst. Und eben die typische deutsche Kartoffel, das war jetzt 10 Jahre lang verboten, sie einfach anzubauen, wegen dieser Gesetze. Das heißt, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, die Wissenschaftler werden auch von unseren Steuergeldern bezahlt. Wäre nicht Zeit, das einfach freizugeben, dass jeder, der forscht, sich selbst organisiert und dass alle diese Organisationen zu 80% geschlossen werden und dass es einfach sich freien Geist und freien... So, da läuft auch etwas nicht so ganz richtig. Ne? Weil für mich das mit den Steuersenkungen, das ist weniger... Also diese Manipulation zahlen wir auch jeden Tag mit. Ja, ich vergleiche es immer mit der Feudalisierung, weil früher hat es zum Beispiel, ich bin ja an der Universität in Linz, da ist die Donau, ein Fluss. Früher gab es mal einen Gedanken, dass man da Steuer zahlen müsste, wenn man über diesen Fluss fährt, weil man hat eine Idee gehabt, dass ja dieser Fluss einem König gehört und einem Fürst. Und er hat das dann durch eine Religion bestimmt, dass Gott es ihm ja geschenkt hätte und dass man deshalb ja zahlen muss, weil das dem gehört. Eigentlich eine Naturressource, die er nicht geschafft hat, sondern er hat eine Idee, eine Theorie da, die das legitimiert. Also dieser Fürst hat diese Idee nicht gehabt, sondern das war ja schon in der Gesellschaft, sondern er hat das nur repräsentiert, dass man da Steuern zahlen muss für einen Zugang zu Naturressourcen. Dies haben wir heute wieder. Heute können Konzerne Genen patentieren, die sie ja nicht erfunden haben, nur entdeckt haben, und sie patentieren sie. Diese Genen gehören aber allen Menschen, das ist ja der Natur. Das ist die Natur. Und jetzt gibt es eine neue Religion, das ist die Wissenschaft, und die versucht das zu legitimieren, dass es richtig sei, wenn diese Konzerne jetzt Lizenzgebühren verlangen, also dass man zahlen muss, wenn man diese Genen anwendet, die man eigentlich eingebaut hat in einem anderen Lebewesen. Dieser Rückschritt in die Feudalisierung ist eigentlich, was mich aufregt im Rahmen der Wissenschaft, denn die Wissenschaft ist ja in einer Zeit entstanden, als man geglaubt hat, die Religion als Ideologie zu überwinden oder eine Aufklärung zu schaffen. Und genau das Gegenteil passiert jetzt, dass wir aus der Wissenschaft eine Religion machen, um es zu legitimieren, dass Konzerne es schaffen können, Genen zu patentieren, also die Natur zu patentieren, und man glaubt daran, dass es ihr Recht ist, Lizenzgebühren zu kassieren, wenn sie diese Teile der Natur patentiert haben.
Das ist für mich ein Rückschritt und ich halte es auch für sehr problematisch für den Fortschritt in der Wissenschaft, wenn wir zukünftig als Wissenschaftler nicht mehr mit bestimmten Naturressourcen umgehen können, weil sie ja im Interesse von wenigen Konzernen patentiert wurden. Genau das findet jetzt statt. In Spitsbergen, das ist in Norwegen, gibt es eine Saatgutbank, die wurde von Konzernen gesponsert. Der gute Sinn, der dahinter stecken sollte, angeblich ist, dass man die Saatgutsorten bewahren sollte für die Zukunft, weil vielleicht wird das alles verschwinden. Warum wird das alles verschwinden? Weil man die Modernisierung der Landwirtschaft so durchgesetzt hat, dass die Bauern nicht mehr in der Lage sind, diese Sorten auszusehen. Ansonsten hätten wir ja dennoch. Wenn wir dann davon ausgehen, dass es in der Zukunft diese Sorten auf dem Feld nicht mehr gibt, dann gibt es nur noch den Zugang von Konzernen auf diese Saatgutbank, die dann privatisiert ist. Und das wird dann das Einzige sein, womit wir noch forschen können. Und also nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern für wenige Konzerne, die daraus ein großes Geschäft machen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und dagegen müssen wir uns organisieren, weil das kann ein Rückschritt sein, in unserer Zeit, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und vielleicht können wir da auch gar nicht mehr zurück. Und das ist ja das große Problem. Die Konzerne haben Wissenschaftler beauftragt, Genen von einem Lebewesen in einem anderen Lebewesen einzubauen, was in der Natur nicht stattfindet. Wir könnten heute Pflanzen in Tieren einbauen und Tieren in Pflanzen. Das ist, was passiert, wenn man eine Bakterie in eine Maispflanze einbaut. Das hat es noch nie gegeben. Durch Mutationen ganz selten. Und das ist, was jetzt im Rahmen der Gentechnik passiert. Und genau dadurch kommen wir in diese Geschichte hinein, dass wir eine Pflanze haben, die heute es nicht mehr ermöglicht, von allen genutzt zu werden, damit sie eigentlich für das dient, weswegen wir in der Landwirtschaft bis heute zuständig sind, wofür wir zuständig sind, damit wir eigentlich Menschen ernähren können. Heute wird aus dieser Möglichkeit, Landwirtschaft zu machen, Menschen zu ernähren, ein großes Geschäft gemacht, in dem es nützlich ist, dass mehr Menschen hungern. Weil dann steigen die Preise von Lebensmitteln. Und das ist das riesige Ding dabei, wenn wir sehen, wie ethisch das auch ist, wenn Konzerne sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, dass sie durch die Gentechnik den Hunger in der Welt bekämpfen wollen. Und auf der anderen Seite es verhindern, dass die Menschen Zugang zu Naturressourcen haben, zum Saatgut, was eigentlich die Landwirtschaft teurer macht, also die Produktion von Nahrungsmitteln verteuert und dass Kleinbauern nicht mehr weiter produzieren können und dadurch die Zahl der hungernden Menschen in der Welt auch größer wird. Da ist die Katastrophe, die man heute sieht, weltweit. Wir haben 1 Milliarde Menschen, die hungern, in einer Zeit, in der wir viel zu viel produzieren. Nur das, was wir produzieren heute, im Interesse von wenigen ist, die eigentlich das ganze System steuern und es geschafft haben, durch das Saatgut zu bestimmen, wie wir produzieren können. Diese riesige Macht hatten wir noch nie. Und diese riesige Macht verhindert es, dass die Konsumenten ihr Recht haben, anderes zu konsumieren, eine Auswahl haben, weil die Produzenten nicht mehr die Möglichkeit haben, anders zu produzieren, weil ihre Produktionsform von außen bestimmt wird. Und das ist, was heute die große Frage stellt, kann die Gentechnik überhaupt nachhaltig sein? Ich würde sagen, nein, ganz deutlich nicht. Sie kann nicht nachhaltig sein. Wir haben eine andere Form von Landwirtschaft, die nachhaltig sein kann. Das ist die Form von Landwirtschaft, die schon lange existiert auf der Welt und immer noch in vielen Gemeinden der Welt praktiziert wird. Das ist die Form, die wir heute als ökologische Landwirtschaft bezeichnen, weil wir heute auch mit Wissenschaft dabei arbeiten, versuchen, das Wissen von Bauern mit dem Wissen von Wissenschaftlern zusammenzubringen. Deswegen nennen wir das unterschiedlich, auch biologisch, organisch, biodynamisch und so weiter, weil es auch unterschiedlich ist, wie es praktiziert wird. Aber entscheidend ist, dass wir in der Lage wären, anders zu produzieren, ohne Ressourcen zu verschwenden, ohne dass Menschen arm werden, ohne dass Menschen hungern müssen, ohne dass wir Pestizide verbrauchen und ohne dass wir chemische Düngung verbrauchen. Das ist heute möglich und das wäre die Lösung für den Hunger in der Welt. Mit der Gentechnik gehen wir in eine andere Richtung. Dieselbe, die wir schon kennen,
die zu mehr Landkonzentration führt, die zu mehr Abhängigkeit führt, die zu mehr Armut führt und nicht letztlich zu mehr Hunger führt. Dagegen wehren sich aber viele Organisationen. Und das ist ganz toll, was wir international heute sehen können, dass immer mehr Menschen sich engagieren, besonders Jugendliche. Ich erlebe es besonders in Brasilien zunehmend, wie junge Agrarwissenschaftler sich organisieren. Wie die Jugend sich zu dem Thema organisiert, das macht mir sehr viel Hoffnung, weil ich gehe davon aus, dass die nächste Generation doch etwas kritischer sein kann, als die, die wir erleben, weil wir in unserem Bildungssystem, ich bin noch ein dieser Generation, der es erlebt hat, dass man nicht kritisieren durfte, dass man nicht Zugang zu Informationen haben konnte. Heute haben wir den Zugang zu Informationen. Heute dürfen wir uns organisieren und heute haben wir die Möglichkeit, die Gesellschaft anders zu gestalten. Es hängt aber stark von uns ab, es auch zu wollen und dabei auch zu sehen, dass der Fortschritt ein Beitrag dazu ist, unsere Lebensqualität zu verbessern und dass wir besser leben können, wenn wir uns auch anders untereinander verhalten, also dass die Beziehungen zwischen uns auch anders werden. Und das ist eigentlich die große Kraft, die in dieser Bewegung steckt, dass man sieht, dass Menschen, die da organisiert sind, es erleben, dass man nicht vom Staat abhängen muss, dass man auch nicht von Konzernen abhängig sein will, sondern dass man das in die Hand nehmen kann, in der Zivilgesellschaft und verhindern kann, dass das, was wir heute an Zerstörung der Natur schon lange wissen, dass das nicht weitergeht. Und das, glaube ich, ist ein sehr optimistisches Bild von Zukunft, wenn wir sehen, wie heute diese Bewegung zugenommen hat. Konzerne rechnen ja heute schon damit, wie viel Geld sie verlieren, täglich, weil es einen Widerstand gibt, der zunimmt. Und vielleicht schaffen wir das in wenigen Jahren, dass die Konzerne sich mal anders entscheiden, dass sie nicht mehr die Produktion steuern, die eigentlich kein Konsument will. Und das ist ja eigentlich auch im Sinne des Ganzen. Warum sollten wir was produzieren, was die Konsumenten nicht wollen? Und dann für Marktwirtschaft plädieren. Das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch. Und wir brauchen bessere Produkte, also mit weniger Pestiziden. Und die Richtung, die wir in die Gentechnik gegangen sind, ist eine umgekehrte. Wir haben zunehmende Pestizide, nachdem wir die Gentechnik anwenden. Wir haben zunehmend Hunger und wir haben zunehmend auch eine Abhängigkeit. Und das ist das, was uns auch motiviert, festzuhalten daran. Die Ergebnisse, die wir heute haben, zeigen es uns deutlich, dass das, was vor 15 Jahren schon in der Bewegung gegen die Agrogentechnik war, einen Sinn hatte. Heute können wir es sogar wissenschaftlich beweisen, dass diese Pflanzen schlechter sind, dass diese Pflanzen giftiger sind, dass diese Pflanzen Risiken für die Umwelt darstellen und letztendlich, dass wir sie gar nicht brauchen. Deshalb ist ja auch der Widerstand so gewachsen und er wächst immer weiter. Und ich habe Hoffnung, dass wir es schaffen werden, tatsächlich diese Technik zu verhindern, so wie andere Technik, die wir auch in der Vergangenheit schon mal kennengelernt haben, zum Beispiel Atomenergie. Es gibt so viele andere Techniken, die schon mal gescheitert sind. Eine Technik kann nicht an sich gut sein, die kann auch schlecht sein und das ist eine, die wir verhindern können. Also ich habe vorhin einen, wer jetzt anrufen möchte, gerne, also die Studio Telefon habe ich eingeblendet, scheint nach dem Beispiel, die Kuh ist ein vegetarisches Tier. Ne? Man hat die Kuh gezwungen, in das Futterfleisch eingemischt. Also die Kuh hat sich selbst gegessen. Ne? Das heißt, durch diese Mischung, das war auch eine gezwungene Mischung, hat man wie ist diese Krankheit? Das BSE. Ne? BSE. Ist BSE entstanden. Das heißt, wenn einfach, wenn das so gespielt wird, können immense Folgen einfach auch haben, weil du gesagt hast, man könnte jetzt Pflanzen und Tieren einfach auch genetisch, das hat man schon gemacht, in den Formen, damit sie schneller wachsen für den Profit, die sich selbst, hat man Kühen zu schöne Geschöpfe, zu Kannibalen gemacht. Ne? Und das hat die Konsequenzen dann einfach auch zu erkennen. Ja, möchte jemand anrufen oder möchte noch jemand, Walter, möchtest du noch was sagen? Hast du noch ein Thema, was du noch anfangen möchtest? Gerne, aber lassen wir mal den Raum für die Zuhörer. Okay, gut, dann jetzt anrufen, Nummer ist eingeblendet. Natürlich, wir haben bis jetzt bedient. Ne? Normalerweise lässt man
Fenster offen. Es ist ein normaler Netzwerktarif. Also für die Flatrate kostenlos. So, interessant. Ihr könnt einfach auch über Skype oder E-Mail etwas schreiben. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand anrufen möchte, wir geben das Telefon frei, wenn auch Fragen, werden in denen einfach auch kommen. Ne? Okay? Ich glaube, der Walter möchte da was sagen. Genau, ja, okay. Ja? Okay, dann schalte ich um. Spielzeug, ne? Funktioniert auch. Nicht wie die Gentechnik. Bangsatsun, der gegen Sojaanbau für die Imker in Argentinien hat. Und man muss diesen Gen Sojaanbau im Zusammenhang sehen, denn in Argentinien findet dieser Anbau hauptsächlich statt, weil in Europa die sogenannte Veredelungswirtschaft mit diesem Gensoja arbeitet. Das heißt, die Überproduktion an Milch, die Überproduktion an Schweinefleisch ist nur möglich, weil enorme Mengen von Gensoja aus Südamerika nach Europa importiert werden. Und Luca Martinez bat mich, einen Aufruf nach Europa mitzunehmen, nämlich die europäischen Landwirte und die europäischen Verbraucher zum Verzicht auf Gensoja aufzurufen. Denn wenn die Nachfrage aus Europa nach diesem Produkt zurückgeht, dann geht auch in Argentinien der Anbau von Gensoja zurück und dann kann man vielleicht einen Teil der Natur und ein Teil der Kulturlandschaft wieder für die Menschen und auch für die Bienen zurückgewinnen. Aber dieses System geht noch weiter, denn die Überproduktion in Europa an Milch und Fleisch und anderen Produkten, die durch Gensoja angekurbelt wird, wird dann mit Hilfe von Exportsubventionen vom Steuerzahler in Europa subventioniert, vor allem in Westafrika auf den Märkten wieder abgeladen. Dort können die Kleinbauern mit diesen hochsubventionierten Produkten aus Europa nicht konkurrieren, verlieren ihre Existenzgrundlage und landen in den Slums. Das heißt, Gensoja ist eigentlich der Treibstoff für ein komplett perverses Wirtschaftssystem im Bereich der Landwirtschaft. Und wir hier in Europa haben die Chance, dadurch, dass wir Produkte kaufen, die eben nicht mit diesem Produkt gefüttert sind, diese Spirale zu durchbrechen. Und Luca Martinez als Präsident der argentinischen Imker ist sich dieser Macht der europäischen Verbraucher und der europäischen Landwirte sehr bewusst und richtet deshalb den Appell an uns hier in Europa, den Import dieser Produkte einzustellen. Das wäre mein Beitrag. Soll ich umschalten, Tim? Ja, kann ich auch. Mach. Du machst gerade? Ja, genau. Ich bin ein bisschen sprachlos. Zu Soja kann ich auch noch was sagen. Das ist mein Spezialthema. Wollte ich auch gerade was fragen.
Blatt. Achso, ja, okay, dann. Jetzt. Dann gehe ich da nicht. Ich habe gewartet. Bist du schon? Ja, Moment. Ja. Ja, okay. Jetzt bin ich auch hast mal kurz da, weil mich das. Hast du den ausgemacht? Okay. Jetzt bin ich auch mal. Okay. Also spannend. Buh, so viel kann man gar nicht an einem Amt verarbeiten. Wow, ich glaube, also ich würde mir wünschen, weil da einfach so ein großes Wissen da ist und so viel, dass es eigentlich gleich auch überfordert, dass man wirklich mehrere Sendungen und zu den verschiedensten Themen, also würde ich mir total wünschen, dass man immer was weiß ich, eine Stunde über dieses Thema, Stunde über dieses Thema, dann wieder auch andere einlädt, dass man da am Ball bleibt. Das ist nicht eine einmalige Sache. Und ich hätte eine Frage an dich mitgeben sollen. Du hast gesagt, da bist du auch Spezialist dafür. Also ich esse gern Soja, weil ich nicht gern Fleisch mehr mag. Gibt es denn tatsächlich wirklich noch Soja, was man essen kann, sollte, darf? wenn im Bio draufsteht, oder ist es tatsächlich schon so vermischt? Das wäre meine Frage, was mich interessieren würde, als Verbraucher, als Endverbraucher. Ja, hinter dieser Frage steckt ja eine große Diskussion. Das erste ist, es wurde so ein Bild verbreitet, es gibt überhaupt keine gentechnikfreie Soja mehr. Das stimmt nicht. Wir haben in Brasilien noch mindestens 40% gentechnikfreie Soja. Das ist die erste gute Nachricht. Das heißt, wir können von der Ernte, Brasilianer produzieren pro Jahr ungefähr 56 Millionen Tonnen Soja. 40% davon ist noch gentechnikfrei. Wir könnten davon ausgehen, das sind 25 Millionen Tonnen. Und das würde ausreichen, Europa gentechnikfrei zu versorgen. Wow. Also, ohne dass wir jetzt noch zunehmen bei der Produktion. Und Brasilien hat noch riesige Mengen an Zunahmen pro Jahr. Und das geht jetzt auch in Richtung gentechnikfreie Soja. Ich habe mich jetzt letzte Woche nochmal danach erkundigt. Das war ja in Europa der Präsident des Verbandes der gentechnikfreie Sojaproduzenten da, der da Verträge abgeschlossen hat und garantiert hat, dass in den nächsten Jahren Brasilien 5% mehr pro Jahr gentechnikfrei produzieren möchte. Das ist eine Tendenz, die auch in anderen Ländern vielleicht in den nächsten Jahren zu sehen sein kann. In Argentinien haben wir ja das Problem, dass es fast flächendeckend Gensoja ist. Das ist auch das Problem im Süden Brasiliens, an der Grenze zu Argentinien. So war es am Anfang. In Argentinien hat man seit 1996 Gensoja zugelassen. Unter der Regierung von Carlos Menem und der Regierung Bush hat man damals Verträge abgeschlossen, die so ausgesehen haben, dass Argentinien eine riesige Chance hätte, sich auf Gensoja umzustellen. War ja vorher mal selbstversorgt an Nahrungsmitteln. Ja. Heute importiert Argentinien Rindfleisch aus Brasilien. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Hälfte der Bevölkerung in Argentinien hungert. Also das reichste Land in Lateinamerika, was Wohlstand betrifft, also das Land mit dem höchsten Wohlstand in der Geschichte Lateinamerikas, hat heute die Hälfte der Bevölkerung, die hungert und importiert Nahrungsmittel. Hat ausreichend Soja zum Verkaufen, was die Menschen in Argentinien essen. Dasselbe Bild haben wir in Brasilien. Deswegen finde ich es toll, diesen Aufruf, keine Gensoja aus Argentinien zu kaufen. Ich gebe jetzt mal die Gründe, weswegen man es auch nicht tun sollte. Das erste ist ja Solidarität. Halte ich für sehr wichtig, dass man hier wissen soll, dass die Soja, die man da füttert, für die Massentierhaltung, einen Beitrag dazu leisten, mehr Entwaldung in Lateinamerika zu produzieren, mehr Armut zu produzieren und mehr Ausschluss von Kleinbauern. Aber es gibt noch andere Gründe dafür. Die Soja, die aus Argentinien kommt, die ist ja auch teurer. Warum ist die teurer? Weil bei den Verträgen, die damals zwischen Bush und Menem abgeschlossen wurden, es eine Ausnahme gegeben hat, dass man in Argentinien keine Lizenzgebühren zahlt, wenn man Gensoja anbaut. Aha, das ist einmalig, das gibt es nur in Argentinien.
Und bis heute gibt es einen Streit zwischen der argentinischen Regierung und Monsanto, weil das internationale TRIPS-Abkommen ja besagt, dass man über die Nutzung von Technik Lizenzgebühren kassieren kann. Und international. So kann Argentinien eigentlich nicht sagen, dass sie eine Ausnahme sind. Aber es ist immer noch ein juristischer Streit, weil es in dem Vertrag früher so war. Und was passiert jetzt? Jetzt wird die argentinische Soja auf dem Markt besteuert, wenn sie am Hafen ankommt. So kassiert Monsanto Lizenzgebühren, wenn die Soja nach Europa kommt. Das Dumme daran ist, wie kann immer noch die Gensoja billiger sein als die herkömmliche Soja, wenn eigentlich die herkömmliche Soja mehr pro Hektar produziert und billiger zu produzieren ist. Das ist diese Marktverzerrung. Und wie hat man das geschafft? Man hat es geschafft, zunächst ein Bild zu verbreiten, das nicht stimmt, dass es auf dem Markt keine gentechnikfreie Soja mehr gäbe. Das ist falsch. Wie hat man das falsche Bild produziert? Was Brasilien angeht, hat man das ganz einfach so gemacht und gesagt, dass 90% der brasilianischen Sojaproduktion gentechnisch verändert sei. Das ist die Zahl über einen Bundesstaat, Rio Grande do Sul, ein von 27 Bundesstaaten. Man hat diese Zahl verwendet, um zu sagen, das ist ganz Brasilien. Es könnte ja nicht sein, weil die Soja eingeschmuggelt wurde aus Argentinien und im Süden gedeiht sie, diese Soja, die eingeschmuggelt ist. Die Bauern schmuggeln das ja aus Argentinien ein, weil sie dann nicht die Lizenzgebühren über das Saatgut an Monsanto zahlen müssen. Die vermehren das ja selbst. Diese Sorten kann man aber nicht im Norden oder im Zentrum Brasiliens anbauen, weil dort andere klimatische Bedingungen sind. So müssen die Bauern in diesen Gebieten Brasiliens die Sorten von Monsanto kaufen, die zu teuer sind. Und wenn die Erträge geringer sind und das Saatgut teurer ist, dann würde doch kein Bauer anbauen. Und wenn dort noch Regierungen auf Landesebene 12 US-Dollar pro Tonne mehr zahlen, wenn es herkömmlich ist, dann ist es absurd, Gensoja zu produzieren. Das macht man nur im Süden Brasiliens, wo eigentlich die Soja eingeschleppt wurde, eingeschmuggelt wurde und die Bauern daran geglaubt haben, dass sie genauso wie in Argentinien keine Lizenzgebühren zahlen würden. Nachdem es eine Zulassung gegeben hat, müssen die Bauern aber dort auch Lizenzgebühren zahlen. 2% der Produktion müssen sie an Monsanto abgeben, wenn es gentechnisch verändert ist. Und das wird ja bewiesen durch einen Test vor Ort. Das ist schon mal das Erste, was man so sagen kann. In Brasilien haben wir die Möglichkeit, gentechnikfrei Soja zu produzieren. Ich halte es jetzt nicht für die Lösung. Ist immer noch ein Problem, dass Brasilien so viel Soja produziert. Aber zunächst ist das Argument, es ginge nicht ohne Gensoja, mit Brasilien widerlegt. Brasilien hat ausreichend genfreie Soja zum Export und hat auch einen Hafen, der darauf spezialisiert ist, die Produktion zu trennen. Und das war ja das Problem. Da man alles vermischt hat, kam alles als Gensoja hier rüber. Und es ist eigentlich nicht alles Gensoja gewesen. Nur es war so vermischt, und man hat ja den Bauern dann gesagt, es gibt es nicht mehr auf dem Markt. Bis es jetzt Futtermittelhändler gibt, die es organisiert haben, und es ist möglich. Und es ist auch nicht so teuer. Die einzige Kosten, die dazu führen, dass es teurer wird, ist ja eigentlich diese ganze Trennung. Was ja eigentlich die Produzenten von Gensoja zahlen müssen, denn die hatten es ja kontaminiert. Aber es ist ja so umgekehrt in der Geschichte, so falls... Das ist ja fast so, wie wenn man erschossen wird und man wird beschuldigt, wenn man vor der Waffe steht. So heißt das bei der Gensoja. Die Bauern, die nicht kontaminiert haben, werden bestraft. Und so wurde die herkömmliche Soja dadurch teurer. Aber die Tendenz geht in eine andere Richtung. Also Gensoja wird teurer mit der Zeit. Jetzt das dritte Argument. Gensoja hat Rückstände von Glyphosat, weil man Glyphosat auf die Nutzpflanze spritzt. 14 bis 33 Milligramm pro Kilo. Jetzt vergleiche ich das mal mit dem, was zugelassen ist. Wir hatten 0,2 Milligramm pro Kilo als Rückstandsgrenze. Nachdem die Gensoja zugelassen wurde, hat man in der Nacht in Brasilien durch die ANVISA, Agência de Vigilância Sanitária, die Behörde, die zuständig ist für Rückstände und gesundheitlichen Problemen, hat man in der Nacht, nachdem man zugelassen hat, Glyphosat auf die Nutzpflanze zu spritzen, das durfte man ja früher gar nicht, weil die Rückstände zu hoch sind, dann hat man die Rückstandsgrenze auf 50 Mal erhöht.
auf einmal. Weil man wusste, dass die Rückstände da sind. Also von 0,2 Milligramm auf 10 Milligramm pro Kilo. Und wir haben die Soja in Brasilien gemessen, die nach Europa geschickt werden. Da werden 14 bis 33 Milligramm pro Kilo festgestellt. Jetzt stellen wir uns die Frage, kommen diese Soja auch so nach Europa? Wir als Wissenschaftler können es nur sagen, wenn wir das hier untersuchen. Professor Seralini aus Frankreich hat es festgestellt, nicht nur, dass die Soja so ankommen mit Rückständen, sondern dass die Rückstände von Glyphosat Einfluss auf die Entwicklung von menschlichen Embryonen haben können. Mhm, auch wenn man dieses Glyphosat 100 Mal verdünnen würde. Von der Formel her, die man auf dem Markt hat. Jetzt frage ich mich mal, was passiert, wenn eine Kuh, wenn ein Huhn, wenn ein Schwein diese Soja frisst? Ich kann das nicht beantworten, wir haben keine Studien dazu. Mhm. Jetzt frage ich mich aber, warum haben wir keine Studien dazu? Mhm. Hätten wir diese Studien, dann würden die Menschen nicht dieses Fleisch, diese Milch und diese Eier kaufen. Mhm. Jetzt habe ich aber die Erklärung, warum sie es kaufen. Es gibt ein Schlupfloch. In Europa müssen Nahrungsmittel gekennzeichnet werden, wenn sie gentechnisch verändert sind. Aber nicht die Tierprodukte. Also Tierprodukte werden nicht gekennzeichnet und 80% der gentechnisch veränderten Pflanzen landen im Futtermittel, nämlich Mais und Soja. So haben wir diesen Skandal, dass wir hier in der Massentierhaltung Europas auf die Gensoja basiert sind, die angeblich billiger sei, aber jetzt muss man sich fragen, langfristig ist es teurer und man kauft die Rückstände mit. Ich hatte jetzt vor kurzem die Möglichkeit, in Brasilien einen Film mit dem Bayerischen Rundfunk zu drehen. Und dann sind wir zu einem Supermarkt gegangen. Und in diesem Supermarkt gab es dann Sojaöl aus gentechnisch veränderter Soja und Sojaöl aus herkömmlicher Soja. Mhm. Wir wollten sehen, ob es gekennzeichnet ist. Tatsächlich war es gekennzeichnet. Mhm. Toll war, dass die Gensoja 40 Cent teurer ist. Mhm. Dann haben wir uns die Frage gestellt, ja was ist das jetzt? Sollen wir jetzt mehr zahlen für die Gensoja? Dann habe ich eine Erklärung sofort so spontan gefunden. Ja, da muss man sich mal vorstellen, da sind ja 14 bis 33 Milligramm Glyphosat drin. Also es muss ja teurer sein. Also von daher ist es schon logisch, die Gensoja wird teurer. Die ist mit mehr Rückständen von Glyphosat zu sehen. Und Glyphosat-Rückstände ist das große Problem bei Gensoja, wenn man sie füttert. Das sind auch die Ergebnisse, die wir bei Rattenversuchen haben. Weltweit gibt es ja verschiedene Untersuchungen dazu. Ist schon mal wichtig zu sehen. 1996 gab es die erste Untersuchung, die erste Fütterungsstudie, die war aus den USA. Man hat Gensoja an Ratten gefüttert und herkömmliche Soja an Ratten gefüttert. Ergebnis, es gibt keinen Unterschied. Toll. Die Welthandelsorganisation hat das dann weltweit verbreitet, Gensoja sind gesund. Toll. Später gab es Studien aus Schottland, aus Russland. Aus Russland ist sogar die Wissenschaftlerin gekündigt worden mit ihren Studien, weil gesagt wurde, sie sollte aufhören, die Bevölkerung zu alarmieren. Das war der Grund. Dieselbe Studie gab es in Italien, die gab es auch in Brasilien. Was waren die Ergebnisse? Man hat Gensoja gefüttert und herkömmliche Soja gefüttert. Man hatte Veränderungen an den Nieren, man hatte Veränderungen an der Leber, man hatte Reproduktionsprobleme und man hat das, was wir als Libido-Problem bezeichnen, also weniger Sexlust, weniger Spermatozonen, weniger Geburte, mehr Missgeburte. Jetzt haben wir mal festgestellt, das sind aber doch dieselben Probleme, die wir schon kennen, wenn Tiere in Kontakt mit Glyphosat kommen. Und wie konnten die Studien aus den USA sagen, es gibt keinen Unterschied? Die Erklärung ist ganz einfach. Aus den USA hat man Gensoja gefüttert, auf die man kein Glyphosat gespritzt hat. Ja, toll. Also das gibt es nicht auf dem Markt. Gensoja auf dem Markt heißt Soja mit Rückständen von Glyphosat. Und die Menschen sollten es wissen, wenn sie diese Soja kaufen, kaufen sie auch die Rückstände mit, die sie sich nicht wünschen. Und die werden dann gefüttert. Welche Probleme dadurch verursacht werden, können wir heute bei Ratten wissen. Und jetzt auch bei menschlichen Embryonen. Wir wissen es aber nicht bei Kühen, bei Schweinen und bei Huhn. Und das sollte die Zivilgesellschaft hier organisiert auch nachfragen. Die Regierungen hier, wenn sie nicht auf Gensoja verzichten wollen, sollen sie bekannt geben, welche Auswirkungen hat diese Fütterung
auf die Tiere. Und welche Konsequenzen hat das auf Fleisch, auf Milch und auf Eier? Und das weiß die Bevölkerung nicht. Und das sind für mich die Gründe, weswegen man auf Gensoja tatsächlich verzichten soll. Interessant. Jetzt habe ich mal wirklich private Frage. Mich würde sehr interessieren, mit diesem Wissen, was du ja hast, was ihr habt, darf ich dich fragen, was isst du mit ruhigem Gewissen noch? Also, in Brasilien esse ich normalerweise ganz viel Fleisch. Mhm. Das kann für viele vielleicht jetzt ein Schock sein, aber das ist, was die Südbrasilianer gewöhnt sind zu essen. Mhm. Südbrasilianer sind ja vor uns Europäer, ich bin ja europäischer Abstammung, Indianervölker gewesen. Mhm. Und die hatten in diesen riesigen Flächen immer sehr viel Rindzucht. Und das ist, was die meisten Südbrasilianer und Argentinien in jahrzehntelang als wichtigstes Nahrungsmittel hatten. Okay. Danach komme ich auf die Geschichte von Soja auch zu studieren, weil in der Region, in der ich lebe, eigentlich die Soja eingeführt wurde in Brasilien vor 50 Jahren als Futtermittel für die Schweineproduktion. Mhm. Da gab es auch sehr viele Schweine. Später hat dann das Pflanzenöl das Schweineöl ersetzt. Und so ist es auch später noch schlimmer geworden, dass man überhaupt keine Schweine mehr gefüttert hat, weil es teurer war, Soja zu verkaufen, als sie zu füttern und dann das Fleisch zu verkaufen. Das war der sogenannte Soja-Boom und so sind die Exportgeschichten entstanden. Ja, die ganze Geschichte mit Devisen und das alles dazu, super Arbeit bei den Exporten, hat ja Brasilien immer noch bei der Soja, das ist ja das Hauptexportprodukt. Und so habe ich eigentlich mit einer Pflanze zu tun gehabt, die wichtigste Pflanze für die Bauern da ist, aber man isst sie nicht. Mhm. Und dann bin ich nach Europa gekommen und habe dann zum ersten Mal Soja gegessen. Mhm. Damals habe ich Soja aus China gekauft, weil ich wusste, dass die Chinesen ja keine Gensoja anbauen. Okay. Weil die importieren das lieber aus Brasilien. Immer noch? Ja. Mhm. Soja ist eine Pflanze, die aus China, ursprünglich aus China ist. Und die Chinesen haben sehr viel investiert in Brasilien, damit man die Soja verarbeitet und nicht als Korn importiert, damit es keine Vermischung in China gibt. Mhm. Eine ganz andere Strategie als das, was in Mexiko passiert, weil Mexiko ist Ursprungsland von Mais und dort gibt es diese riesige Kontaminationen durch billigen Mais aus USA, die dann dahin kommt. Also so dachte ich mir mal, als ich in Deutschland gewohnt habe, 5 Jahre hier promoviert habe, dass man Soja essen kann und dass Soja aus China vielleicht gentechnisch frei sei, garantiert. Also heute weiß ich ja, dass es auch möglich ist, gentechnisch freie Soja aus Brasilien zu haben. Aber ich würde jetzt für eine regionale Landwirtschaft plädieren, dass man die Produkte nutzt, die man auch vor Ort produziert, ohne diese riesigen Transportkosten. Somit möchte ich auch sagen, dass Bio-Soja keine Lösung ist. Mhm. Weil es gibt ja welche, die sich dann immer dafür einsetzen, wie man das Problem lösen könnte und glauben, wenn man Bio-Soja aus Brasilien kaufen würde, dann wäre das hier toll. Als Übergangsphase vielleicht, aber das ist ja katastrophal, wenn man sieht, welche Transportkosten und Energiekosten damit verbunden sind, dass man diese Pflanzen dann nach Europa verschifft. Und glaubt, dann tut man was für die Nachhaltigkeit in Brasilien. Und das ist eigentlich auch ein Problem, wenn wir dann Waldrodungen haben, Entwaldung haben, damit wir Biosoja anbauen, damit die Europäer Biosoja essen. Steht es dann immer geschrieben, wo es herkommt? Eigentlich sollte es draufstehen, woher das Herkunftsland ist, aber wenn die Produktion ja verarbeitet wird, dann wissen wir es nicht. Mhm. Soja ist als Lecithin in Tausenden von Produkten drin. Mhm. Das wissen auch weniger, dass fast alle Soja essen, auch wenn sie es gar nicht wissen. Mhm. Als Stabilisator bei Schokolade zum Beispiel ist das auch drin. Und in vielen Produkten, die wir bekanntlich kennen. Also ich würde mich eher für regionale Produkte einsetzen und dass wir diese Distanz zwischen Produzent und Konsument verhindern. Ja. So ist es möglich zu wissen, was man isst. Und das ist eigentlich eine Forderung, die ich für jeden Teil der Welt stelle, dass man auf Export und Importen eigentlich zunehmend verzichten sollte. Weil das ist für die Umwelt eine Katastrophe und für die Menschen, die da produzieren, genauso wie die Menschen, die das auch konsumieren. Und logischerweise, die Studien zeigen auch, dass man das am besten verträgt, was vor Ort wächst und gedeiht. Das kommt noch dazu. Ja. Ja, weil es sind auch dadurch Lebenskulturen entstanden, auch Esskulturen. Und das sollte man jetzt nicht alles zerstören, nur weil man glaubt, das sei billiger. Mhm. Weil das ist ja der einzige Grund, warum man Soja importiert.
weil es keine Pflanze auf der Welt gibt, die so einen hohen Anteil an Eiweiß hat. Das ist 45-55%. Und das ist die billigste Form von Eiweiß auf dem Markt. Und deshalb kauft man Soja. Besonders nach dem BSE-Skandal, da musste man ja nach eiweißreichen Pflanzen suchen. Aber man kann auch Soja in Europa anbauen. Das ist ja auch nicht so, dass man das nicht könnte. Es gibt ja inzwischen schon, auch in Österreich sehe ich das, dass es auch zunimmt. Und es gibt andere Pflanzen, die eiweißreich sind. Und jetzt könnte ich nochmal was dazu sagen. Gensoja haben weniger Eiweiß als herkömmliche Soja. Okay. Warum? Weil man durch diese riesigen Mengen von Glyphosat, inzwischen spritzt man ja schon 8 Liter Glyphosat. Ursprünglich hat man nur 1 Liter gespritzt, das war die fachliche Praxis. Dass man dadurch die Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Pflanzen zerstört. Und diese Knöllchenbakterien sind zuständig für die Fixierung von Stickstoff aus der Luft. Das ist Fortschritt in der Landwirtschaft. Und das zerstören wir heute. Nach 40 Jahren Fortschritt zerstören wir diese Knöllchenbakterien. Das heißt, dass diese Pflanzen, wenn sie in der Wachstumsperiode sind, weniger Stickstoff aufnehmen. Und das ist ein Grund, weswegen man weniger pro Hektar erntet. Und der zweite Grund, den ich hier nochmal deutlich betonen möchte, es gibt weniger Eiweiß bei Gensoja. Warum? Weil die Stickstoffbildung, auch die Stickstofffixierung mit der Eiweißbildung zusammenhängt. So haben wir eine schlechtere Pflanze auf dem Markt. Noch ein Grund, weswegen man auf Gensoja verzichten sollte. Jetzt möchte ich unbedingt nochmal nachfragen, also jetzt hier in Europa oder woanders auch, also es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass es notiert sein muss, wenn es gentechnisch verändert ist oder frei, oder es steht immer drauf, also man kann sich als Verbraucher aus deiner Forschung heraus, kann man noch sicher gehen, wenn es draufsteht, dass es auch dem so ist, oder es muss auch draufstehen, oder? Das ist etwas kompliziert. Die Befürworter der Gentechnik, die sind ja so sicher, dass das so gut ist, was sie da tun. Aber sie wollen nicht, dass die Bevölkerung weiß, wo sie dieses Gute kaufen will. Ist das nicht ein Widerspruch? Also dieselben, die dafür plädieren, dass man die Gentechnik im Einsatz haben soll, das sind dieselben, die es verhindern, dass man eine Kennzeichnung hat, dass die Menschen wissen, wo das Gute ist zum Kaufen. Warum verhindert man das? Das ist schon mal eine tolle Frage. Wenn die doch so viel Zugang zu Medien haben, so viel Zugang haben über mächtigen Politiker, warum sollten sie es nicht geschafft haben, die Bevölkerung zu überzeugen, dass das doch besser ist? Und das müsste doch der Einsatz sein. Ja. Aber das ist umgekehrt, sie wollen es verstecken. Das erste ist dieses Schlupfloch. Ne? Bei Tierprodukten darf man es ja verkaufen, ohne drauf zu stempeln, dass es aus einer Produktion kommt, die mit Gentechnik zu tun hatte. Bei Lebensmitteln muss man jetzt ja kämpfen dafür, dass man draufschreiben darf, ohne Gentechnik. Also man darf es jetzt kennzeichnen, in Deutschland zum Beispiel, dass es ohne Gentechnik ist. Aber warum sollten die, die keine Gentechnik wollen, das Wort Gentechnik draufschreiben müssen? Anstatt dass man einfach sagt, alle Produkte, die mit Gentechnik zu tun haben, würde man gekennzeichnet haben. Ja. Das ist nicht der Fall, so einfach ist es nicht. In Brasilien ist es noch schlimmer, es gibt eine ganz klare Vorschrift, man muss es machen und man findet es fast nicht auf dem Markt, weil es nicht durchsetzbar war, also die meisten Konzerne haben da nicht mitgemacht. Weil es keine Konsumentenbewegung gegeben hat in Brasilien, die das auch verlangt hat. Bei den Bauern hier war es ja ganz einfach, die Konzerne haben es sich einfach gemacht. Die haben es vermischt, auf dem Markt angeboten. Die Futtermittelindustrie hat es so angegeben, es könnte vielleicht Gensoja sein oder es könnte vielleicht Gensoja enthalten. So hatten die Bauern das Risiko zu tragen. Und was haben die Bauern gleichzeitig als Problem erlebt? Die Konzerne haben gesagt, es gibt nur das auf dem Markt. Die haben es gekennzeichnet. Und die Bauern haben es als gekennzeichnet gekauft und gefüttert. Und die Tierprodukte braucht man ja nicht gekennzeichnet haben. So war die Situation. Jetzt haben wir ja Fortschritt. Ich glaube, dass diese Kennzeichnung ohne Gentechnik schon mal ein Fortschritt ist. Weil dann kann man gezielt diese Produkte kaufen, die das drauf haben. Und dann sehe ich auch, dass schon viele Großhändler in Deutschland schon dabei sind, es auch so
zu kennzeichnen. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist aber nur ein Teil des Fortschrittes. Mhm. Der andere Teil, der uns noch fehlt, ist, dass die Produzenten auf die Gentechnik verzichten, ja, weil es als Technik eigentlich für sie Probleme bringt. Und das ist mein größter Einsatz auch für die Bauern, für Informationen zu sorgen, dass sie nicht das wiederholen, was die Bauern in Lateinamerika schon durchgemacht haben. Diese Schwierigkeiten braucht man hier nicht haben in der Landwirtschaft. Und das ist toll, dass es hier auch engagierte Menschen gibt, die darauf hinweisen und sagen, in Argentinien gibt es das und das Problem, in Brasilien gibt es das und das Problem, in Kanada hat es diese Probleme gegeben, in den USA hat es diese Probleme gegeben. Warum sollte man das hier auch noch versuchen? Viele Wissenschaftler sagen ja, dass es hier ganz anders sein würde. Warum sollte eine Genmaispflanze sich hier so anders darstellen, als sie in anderen Ländern war? Wenn es dieselbe Technik ist. Also wir können davon ausgehen, dass es ein großer Versuch war, hier Kontamination strategisch einzuführen durch Feldversuche. Wissenschaftler dachten sich, sie haben das Recht auf Kontamination. Auch wenn sie nicht die Gene mehr zurückholen können, nachdem sie sie eingebaut haben, bestehen sie auf ein angebliches Recht, forschen zu dürfen. Und später, wenn es einen Fehler gibt, zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Aber wer trägt die Verantwortlichkeit, also die Verantwortung dafür? Die Gesellschaft. Und die Gesellschaft muss dann entscheiden, ob Wissenschaftler das Recht haben, einfach in der Umwelt frei zu forschen und Felder zu kontaminieren, damit wir dasselbe Problem haben, was durch Schmuggel entstanden ist in Lateinamerika. Und deswegen plädiere ich auch dafür als Wissenschaftler, dass ein Wissenschaftler nicht das Recht hat auf Kontamination der Umwelt. Und bei freigeschlossenen Räumen ist es was anderes. Aber bei der Gentechnik in der Landwirtschaft, bei der Agrogentechnik, haben wir das Problem, dass es in der freien Umwelt passiert. Und das können wir da nicht kontrollieren. Und das ist unser großes Problem, dass wir da in dieser Geschichte in den letzten Jahren manchen Ländern der Welt haben, in denen es flächendeckend Gentechnik gibt. Das ist der Fall Argentinien zum Beispiel. Und dann können wir auch mal sehen, welche Probleme wir dort schon haben. Und wir müssen das nicht mehr wiederholen. Das ist die wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Also dann freue ich mich umso mehr, dass es immer wirklich mehr regionale Verbünde gibt, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ich weiß, an dem Ort, wo wir vorher gewohnt haben, Zornedin, jetzt auch hier, sieht man immer an den Bauernhöfen genfreier Bauernhof oder Zone oder wie auch immer, wie sie das nennen. Ne? Also das, ja, entdecke ich immer mehr. Und also da kann man dann sicher sein, okay, oh, mit ruhigem Gewissen kann ich dann noch mein Obst, Gemüse und Fleisch. Okay. Magst du? Also für mich war das wichtig. Dankeschön. Sehr spannend. Ja, normalerweise folge ich immer einen Faden in meinem Hintergrund. Und heute bin ich ein bisschen schon durcheinander, weil es einfach, natürlich hatte ich das schon so wahrgenommen, aber ich denke, dass eure Präsenz, so wie heute Abend, wenn der richtige Mensch die richtige Information gibt, dann versteht der Körper und die Seele die richtige Tragweite von dem Phänomen. Ne? Und das, was mich jetzt am meisten einfach auch betrifft, ist dieses Gefühl, ständig vergewaltigt zu werden. Mhm. Ne? Und ich fühle mich einfach nicht gut dabei. Eine Sache ist, das theoretisch zu wissen, eine andere Sache ist, dass jetzt, wenn das Menschen das sagen, die einfach auch in dem Bereich einfach auch arbeiten und forschen, dann versteht man richtig, worum es geht. Also nicht mehr intellektuell, sondern richtig einfach auch im Körper. Wir haben schon hier auch so einige Projekte in Bezug auf Landwirtschaft einfach vorgestellt. Aber eben, wenn ich einfach auch diese Tragweite einfach spüre und sehe, dann bin ich einfach auch verunsichert. Deswegen einfach für mich einfach die Frage, ich mag nicht in diese Unsicherheit, in diese Ohnmacht,
Klar ist vieles gemacht worden, aber auf die große Ebene klappt das irgendwie noch nicht. Weil wenn wir einen kleinen Erfolg haben, bedeutet nicht, dass sich in das Bewusstsein der Natur, der Umgang mit der Natur sich etwas verändert hat. Ja, es ist immer wieder diese Kombination zwischen kleinen und großen Schritten. Also wir sehen ja, dass in der Makropolitik sich wenig tut auf der Welt. Also wir könnten fast sagen, die Welt wird schlechter auf der Makropolitik. Also die Millenniumsziele, die sich es damals, das war ja das Ziel, den Hunger zu halbieren bis 2015, jetzt haben die ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Hunger der Putzerbloß sein wird. Mit den Millenniumszielen. Wir haben immer noch sehr viele Kriege auf der Welt. Ich finde es schon katastrophal, dass man einen Friedensnobelpreis an einen Präsidenten gibt, den Krieg. Ja, dass man sich schon begnügt, weniger Krieg zu haben, sei schon besser als mehr Krieg, das ist ja schon wichtig. Das ist fast wie in der Gentechnik. Weniger Gift ist schon besser als mehr Gift, ja. Stoffe, die nicht so giftig sind, sind besser als Stoffe, die giftiger sind. Aber diese Zunahme an Problemen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die vielleicht dazu führen, dass wir in den nächsten Generationen gar keinen Lebensraum mehr haben können, wenn wir nicht schnell was ändern. Das ist das, was wir auf der Makropolitik zu haben. Und das ist dann so eine Kombination zwischen Ohnmacht und Resignation. Ohnmacht ist ja das, was mit denen stattfindet, die nicht agieren, weil sie denken, das nutzt sowieso nichts. Viel schlimmer ist die Resignation. Das sind die, die agiert haben und aufgehört haben. Oder die mal kritisch eingestellt waren, Widerstandskämpfer waren und vielleicht in die Politik gegangen sind und haben sie sich angepasst. Das sind Umweltbewegungen zum Beispiel manchmal. Das Phänomen ist schon katastrophal auf der Makro. Was aber toll ist, ist, dass auf der Mikroebene sehr vieles stattfindet, sehr viele Netzwerke entstehen, eine Vielfalt an Organisationen entstanden sind, die man vorher noch nie gesehen hatte. Wie zum Beispiel über das Internet organisiert sind, die gar nicht so auffallen und plötzlich sind sie da. Zum Beispiel, ich war beim Weltsozialforum 5-mal dabei, da sind 200.000 Menschen zusammengekommen, die irgendwie organisiert sind auf der Welt und die sind plötzlich zusammen gewesen. So ein Treffen hat es noch nie gegeben. Da hat man gezeigt, wie organisiert doch die Zivilgesellschaft ist. Und jetzt ist ja immer das bei der Agenda 21 so ein Motto gewesen, man muss global denken und lokal handeln. Es gibt aber da einen Widerspruch. Wie sollen wir lokal handeln, wenn wir nicht lokal denken? Das können wir doch gar nicht. Wir können die Probleme nicht lokal verstehen, wenn wir nicht lokal denken. Und manche Probleme können wir lokal gar nicht verhindern, wenn wir nicht global handeln. So müssen wir lokal und global denken und lokal und global handeln. Auch wenn wir dann global sehen, dass viele Probleme zunehmen, wissen wir, dass das Bewusstsein über die Probleme nur lokal entstehen kann. Wenn Menschen sich um das kümmern, was sie direkt betrifft, und dass sie dadurch ein Bewusstsein erreichen, weil sie ja sehen, es hat was gebracht. Und dann machen die Menschen auch weiter mit dem Widerstand. Deswegen müssen wir doch etwas vorsichtig sein, wenn wir sagen, wie sieht die Bewegung aus, auf globaler Ebene eher schlecht, auf Mikroebene eher zunehmend. Es kombiniert sich ja was. Wir haben ja zunehmend Netzwerke von diesen Bewegungen, die auf lokaler Basis entstanden sind. Und das ist für mich das Wichtigste. Wenn wir es schaffen, auf lokaler Basis organisiert zu sein und daraus globale Bewegungen zu machen, dann haben wir eine Chance, etwas zu verhindern. Aber wir sollten nicht so stark darauf Wert setzen, dass die globalen Bewegungen sich lokal organisieren und dass wir dann vielleicht es schaffen, etwas zu verändern. Eine typische Bewegung, in der ich drin war, die global organisiert war und später lokal sein werden sollte, waren die Sozialforen. Ein Weltsozialforum und aus dem Weltsozialforum sollten lokale Foren entstehen. Das hat nicht so funktioniert. Es funktioniert umgekehrt. Das Weltsozialforum ist entstanden, weil es lokale Bewegungen gegeben hat, die sich mal versammelt hatten. Und so ist es auch manchmal bei Parteien, so ist es auch manchmal bei vielen Bewegungen, wenn sie global werden und nicht lokal bleiben, dann erreichen sie nichts mehr. Weil auf der lokalen Ebene
es eigentlich mit Bewusstsein zu tun hat. Und auf der globalen Ebene hat man mehr Enttäuschung und mehr Resignation. Deswegen müssen wir diese Kombination eigentlich so gestalten, dass wir die Kontamination verhindern. Also das ist ja das, was wir auch am Anfang gesagt haben, die Manipulation, die Kontamination. Also wir haben im Bereich der Gentechnik eine Kontamination, die darauf basiert ist, dass eine schlechtere Gesellschaft es verhindert, dass die bessere Gesellschaftsformen Fortschritt haben. So haben wir auch schlechtere Techniken, die sich durchsetzen und es verhindern, dass fortschrittliche Techniken scheitern. Und das ist immer wieder das Problem. Auf der globalen Ebene scheint die Macht ja so groß, dass man nichts tun kann. Auf der lokalen Ebene ist sehr vieles möglich. Und deswegen ist diese Regionalität ja auch in Zeiten des Globalisierens ein neuer Wert. Also das ist ja nicht so global, wie man es sich gedacht hat. Es ist noch sehr lokal. Und dieses Lokale hat mit Kultur zu tun. Das Globale kann mit der Vernetzung zu tun haben. Aber die Vielfalt sollten wir nicht zerstören. Die Vielfalt ist eigentlich die Basis, wie die Natur auch funktioniert. Und wenn wir auf Vielfalt setzen, haben wir eine Chance, Bewegungen global zu haben. Wenn wir die Vielfalt nicht mehr haben, dann haben wir autoritäre Strukturen in der Bewegung. Und von daher auch gesehen in der Geschichte, je hierarchischer, umso weniger vielfältig, umso weniger nachhaltig. Und deswegen können wir zurückblicken und sehen, wir haben was gelernt aus der Geschichte. Und derzeit nimmt die lokale Bewegung zu. Und das ist, was uns Hoffnung machen kann. Vielleicht so wie Robert Jung, ein deutscher Soziologe, der mal gefragt wurde, weil der war ja damals als der große Pessimist bezeichnet worden. In einem der letzten Interviews hat ein Journalist ihn mal gefragt und dann ging es darum, sind Sie ein Pessimist oder nicht? Dann hat er so einfach geantwortet und sagte, ich bin so in meinem Leben ungefähr 80% Pessimist gewesen und 20% Optimist. Aber vor dieses 20% habe ich gelebt. Und genau das können wir auch aus unseren Erfahrungen lernen, ne? Wofür wir uns einsetzen, und da gibt es noch reichlich viel dafür. Jetzt, wenn ich das Wort Genetik, Biogenetik, überhaupt das Wort Gen einfach nehme. Ne? So, Genetik ist für mich Intelligenz der Natur, weil du hast einfach gesprochen von lokal und ich möchte einfach von Individuen sprechen. Im Grunde genommen, ein Mensch kann die ganze Erde grün machen. Ein Samen. So, das heißt, Genetik bedeutet für mich, Heldentum des Individuums. So, bedeutet Weisheit der Natur in dem Moment, wo ich eine Heldentat vollbringe, mein Körper, meine Kinder, die Natur, mein Familiensystem, überall speichert sich, nicht nur in diesem Leben, sondern erbgenetisch auch in Folgegenerationen. So, das heißt, mit der Genetik verstehe ich als die natürliche Intelligenz und Weisheit der Natur, wo der Mensch auch mit eingebunden ist. So, jetzt könnte man einfach auch, dass die Genmanipulation ist eigentlich das Fehlen von Intelligenz und Weisheit von Menschen, die einfach auch aus ihrer Individualität bereit sind, genetisch zu wirken. So, von einer Seite eben das Lokale, von der anderen Seite einfach das Individuum. Früher hat es die Zeiten von den großen Menschen, von Buddha, von Jesus, die großen Maler, diese Zeiten sind einfach ein bisschen nicht mehr da von den Menschen, die genetisch beeinflussen, die mit Weisheit beeinflussen, die mit einfach auch, wow, aus dem Nichts holen einfach etwas, formen es und setzen es einfach auch in die Welt. Das heißt, die Anwesenheit von großen genmanipulierenden Systemen weist darauf hin, auf
die fehlende individuelle Mut und heldenhaftes Handeln des Individuums, der einfach auch nur als Einzige in der Natur die Aufgabe hat, zu verändern. Also Gen manipulieren sozusagen kann nur ein Mensch. Manipulieren im Sinne beeinflussen, erzeugen. Die Wissenschaft, die Kultur, die Geldsysteme, die Demokratie, die politischen Systeme, das kann nur ein Mensch und nie ein Konsortium oder eine Firma oder eine Methode. Das heißt, ein Mensch wäre einfach auch in der Lage, diese Systeme mit wenig Kunstgriffen zu zerstören. Ja, wir glauben ja als Menschen, dass wir ein Wesen sind, das entwickelter ist als andere Lebewesen. Das basiert darauf zum Beispiel, dass wir in der Lage sind, zu produzieren. Es gibt kein Tier, das selbst was produziert. Es nimmt es nur von der Natur. Menschen sind in der Lage, die Natur zu verändern und sich dadurch auch zu verändern. Sich nicht nur anzupassen, sondern sich zu verändern, indem man die Natur verändert. Das ist ja Kultur. Das ist ja menschlich. Weil jedes Tier eigentlich programmiert ist, von den Genen her. Die Menschen haben es aber noch frei, Mensch zu sein oder nicht. Kein Tier kann sagen, ich werde jetzt kein Hund sein. Also Instinkt oder Intuition. Genau, man kann ja Mensch sein oder nicht sein. Und das, was man als menschliche Kultur entwickelt hat, setzt ja voraus, dass wir in der Lage wären, unsere Natur auch so zu erhalten, dass wir uns nicht selbst dadurch zerstören. Weil wir es ja verstehen können. Wir könnten ja mit der Natur gezielt umgehen, planen. Und das alles ist ja menschlich. Nur jetzt haben wir das Problem, dass man mit dem, was die Natur ist, so umgeht, als ob das mit uns nichts zu tun hätte. Als ob die Natur das Gegenteil von dem wäre, was menschlich ist. Oder die Kultur sei das Gegenseitige von Natur. Und ohne Natur können wir eigentlich nicht Mensch sein. Und ich komme jetzt zurück auf das Thema Gentechnik. Wir haben in der menschlichen Kultur sehr viel über Genen gelernt. Das Erste, was wir in der menschlichen Kultur feststellen konnten, ist, dass es Erbschaften gibt. Also, dass es Eigenschaften gibt, die vererbt werden. Dass die Augenfarbe eines Vaters oder